zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. Ich bin schon circa Hälfte vom Feld habe ich und dann werde ich natürlich auch gleich rüber wechseln auf das andere Feld, solange das Wetter noch gut ist und noch nicht zu spät. Passt das ja noch. Ich warte auf einen Anruf vom Neumann bezüglich dem Feldhäcksler, was der kosten soll für die Miete. Und dann weiß ich gar nicht. Können wir das Elefantengras schon häckseln? Nee, wohl noch nicht. Aber bis wir hier durch sind mit Ansäen, sollte es möglich sein. Dass wir da dann häckseln können. Über dieses GPS freue ich mich so richtig. GPS ist eine coole Sache. Kann man einfach nebenbei mal ein bisschen trinken. Ist ja schon ganz schön warm hier auf dem Trigger. Müsste ich eigentlich diese Woche nicht auch wieder Kredit zurückbezahlen? Ich könnte ja auch überlegen, ob ich den Dinkel mal verkaufe. Weil höher als 700 habe ich den in der letzten Zeit nicht mehr gesehen. 770, 803 beim Lidl. Ja, wäre eine Überlegung wert. Allerdings weiß ich gar nicht, wo unser großer Anhänger steht. Der noch beim Diesel drüben ist. Den schon ewig nicht mehr gesehen. Müsste ich mal nachgucken. Vielleicht, wenn wir das andere Feld auch angesät haben, dann könnte ich nachschauen. Weil zum Häckseln würde ich auf jeden Fall den großen Anhänger nehmen. Zum Abfahren. So, nachher müssen wir natürlich noch ein kleines Vorgewende fahren. Oder ein Vorgewende fahren. Ne, das wird nicht reichen. Hoch auf GPS. Ohne Witz. Das macht das Ganze viel, viel einfacher. Man muss nicht mehr so auf die Breite achten, dass man richtig fährt. Sondern man kann einfach GPS anstellen und der Trecker fährt automatisch seine richtige Arbeitsbreite. Oder den Abstand zur früheren Aussaat. Sehr, sehr angenehm. Mir, dass die ganzen Vögel verschwinden. Die holen sich die ganze Saat schon wieder.
weiß gar nicht, das andere Feld ist, glaube ich, ein bisschen größer. Wird also ein bisschen länger dauern. Und wir werden die Sämaschine auffüllen müssen. Aber ich wollte auch noch Diesel holen. Vielleicht machen wir das nachher schnell mit dem LKW. Die Ladung Diesel wieder an den Hof stellen. Ich hatte das ja mit Björn schon längst abgeklärt, dass wir da einfach uns die Ladung holen dürfen. Na, Unkraut. Unkraut-Juche. Werde ich aber erst ziemlich am Ende spritzen. Ah, das wäre mal eine Idee. Ich guck mal gerade in den Katalog rein. Feldspritze. Was wir da so haben. Oh, das ist aber teuer. Ah, das geht aber. Die coolen Metris. Klingelingeling. Oh moin. Moin, wie schaut's denn aus? Womit? Du wolltest mich nochmal anrufen. Ja, hätte ich das schon fertig, hätte ich dir angerufen. Achso. Hey, wie lange brauchst denn du? Ich habe auch noch andere Sachen zu tun. Ach komm. Nicht ach komm, ich habe auch andere Sachen zu tun. Ja, Steuern eintreiben. Nö, meinen eigenen Hof betreiben. Da was läuft. Ja, da läuft mehr als bei deinem Hof. Hast du eigentlich Pflanzenschutz im Angebot? Ja klar. Im Landhandel. Ach, das heißt nichts. Vor allem nicht bei dir. Doch, also, ich habe immer was da. Ich habe immer was. Wir werden den grünen Mercedes. Grünen Mercedes? Ja. Ich weiß nicht, wer lang fahren. Kannst du mir mal dann auch noch ein Angebot machen für eine Kuhn Metris mit Fronttank? Metris mit Drehmaschine oder was ist das? Nee, ist ein Pflanzenschutz. Ach so, ja, ja. Kann ich machen, ja. Das wäre nett. Beide getrennt oder beides zusammen? Also mieten und. Nee, die Metris würde ich gern kaufen. Die würdest du direkt. Ah, okay, ja, dann getan. Jo, das mache ich. Mach ich gleich fertig. Jo. Wenn du es schaffst, schnell zu sein, dann hast du vielleicht den Auftrag, bevor der Krüger zurück ist. Ja, so schnell bin ich schon. Gut. Und aufs andere Angebot warte ich auch noch. Ja, ja, ich ruf gleich zurück. Gut, danke, ciao. Ciao. Ja, gleich zurück. Hat er gestern auch gesagt. Hat er gestern auch gesagt. Und dann kam nichts. So. Ja, 46. Roggen braucht halt ein bisschen mehr Saatgut. Und da ist die Aussaat ein bisschen intensiver sozusagen.
So, das bisschen Vorgewende noch und dann sind wir hier durch. Also weil so eine Pflanzenschutz-Dingens Maschine, die macht schon langsam Sinn. Wir müssen immer alles aus der Hand geben, wenn wir irgendwas machen müssen. Das macht halt wenig Sinn. So, hier, da ist das Feld. Einmal wieder die Einfahrt suchen. Kann man mal angucken. Moin. Ah, guten Tag. Herr Varuna? Ja. Ich habe keine gute Nachrichten für Sie. Warum? Und zwar geht's um die Geschichte bei der Gerichtsverhandlung. Ja. Moment, ich mache mal gerade den Traktor aus. Ja, kein Problem. Das ist ein bisschen Dieselspann. So, was ist los? Also ich komme direkt mal mit der schlechten Nachricht voran. Die Strafe hat sich ein bisschen erhöht, da sie ja die Gerichtsverhandlung verlassen haben vor Ende. Sie haben mir nach wie vor keinen Termin zugestellt. Ich habe nochmal nachgeguckt, die haben es heute nochmal rausgeschickt. Ja, und deshalb wollen sie mir jetzt vorher, bevor das Ding bei mir ankommt, eine Strafe geben. Ich wollte Ihnen nur mitteilen, dass sich die Strafe erhöht hat. Ja, machen Sie nur. Wollen Sie schon mal die Summe wissen oder wollen Sie sie erst dann wissen, wenn der Schreiben auch angekommen ist? Das interessiert mich nicht. Ich kann Ihnen auch sagen, warum. Weil ich dagegen anwaltlich vorgehen werde. Inwiefern? Sie können doch keine Strafe festsetzen, bevor ein Gerichtsverfahren beendet ist. Und wenn Sie mir keine Einladung zuschicken, dann... Es gab halt da ein Problem bei der Staatsanwaltschaft, dass das nicht rausgegangen ist. Ich habe mich da mal dran gehangen, dass das nochmal rausgeschickt wurde. Ja, und jetzt machen Sie mir das zum Vorwurf. Naja, andererseits sind natürlich auch während der Gerichtsverhandlung gegangen. Ja, ich hatte ja auch keine offizielle Einladung. Ja, nur der Gemeinderat hat da aber die Strafe erhöht. Ja, wie gesagt. Das nicht wenig. Ich werde es dann an meinen Anwalt weiterleiten und dann sehen wir weiter. Dann können Sie Ihrem Anwalt auch gerne weiterreichen, dass wir hier von 10.200 reden. Ja. Ihnen ist klar, dass die Verfahrenskosten dann die Gemeinde tragen muss. Ja. Da kann ich auch gerne sagen, inwiefern das aufgestapelt ist. Und zwar 4.200 sind allein wegen die Schäden an dem LKW von Herrn Gordes. 1.000 sind wegen der Verletzung der Straßenverkehrsordnung. Und 5.000 sind als Strafe verhängt worden, weil sie die Gerichtsverhandlung verlassen haben. Ist okay. Die hat allerdings der Gemeinderat festgesetzt, nicht ich. Ist okay. Dann geht die... Das können Sie auch gerne Ihren Anwalt weiterreichen, dass ich mit den 5.000 nichts zu tun habe. Ich habe nur mit den 1.000 was zu tun. Weil das ist ja auch... Ich merke schon, Sie sind ganz unschuldiger. Ja, mir fällt das gerade ein bisschen schwer, weil ich eigentlich noch recht gut mit Ihnen stand bis dato. Ja. Gucken Sie mal kurz auf den Boden. Ja.
Sie können entweder auf dem Gras stehen oder auf dem Feld. Überlegen Sie sich das. Ja. Ist halt die Frage, was besser ist. Auf dem Rasen zu stehen. Das wird man Ja. noch sehen. Ja, auf jeden Fall. Mir fällt das halt auch nicht leicht, also mit sowas zu ihm zu kommen, ne? Ist ja Weil Ihr Job, ist ja bisher, alles gut. naja, bisher haben sie sich ja nichts Schlechtes anmerken lassen. Nicht so wie der Herr Diesel mit der, ja, mit der Geschichte da. Welche Geschichte? Das wissen wir noch, als er bei einem Fest, wo wir noch den VW T5 hatten, wo er dann umgekippt ist nach dem Labyrinth. Die Geschichte. Das ist schon ein bisschen was her, aber hat sich ja dann ergeben, dass er selber war. Okay. Ja, das ist dann schon so nicht ganz so gut gelaufen. Ja. Passiert. Ja, oder er hat auch am ersten Tag, wo ich Dienst hatte, seinen Führerschein verloren. Stimmt, da war was. Ja. Ja. Gut, ich müsste aber jetzt auch mal weitermachen. Klar, ich würde sie auch nicht weiter stören. Auf jeden Fall, also ich habe die Sachen rausgeschickt nochmal. Weil ich denke, ja, sind irgendwie, keine Ahnung, irgendwie sind die bei mir gelandet anstatt bei ihnen. Kann ich mir auch nicht erklären. Auf jeden Fall, ich habe es ihnen weitergereicht und es müsste jetzt innerhalb der nächsten Tage ankommen. Jo, wie gesagt, werde ich weiterleiten. Dann bedanke ich mich. Ciao, ciao. Okay, schön, tschüss. Oh Gott. So, liebe Leute, ich mache mal ein Päuschen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein bei der nächsten Folge Real Farming Alice 19 Meets Reality. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.